Dienstagabend Kontrafunk präsentiert Paul Brandenburg live. Aber nur noch bis 20. Juni. Dann wird der Platz unseres Sponsors frei. Präsentieren Sie mit Ihrem Unternehmen eine der reichweitenstärksten Talkshows der freien Medien. Interesse? Schreiben Sie an sponsor@paulbrandenburg.live. Weitere Details gibt's auf paulbrandenburg.live/sponsor. Artgerechte, gesunde Ernährung muss nicht kompliziert sein. Bei Zoobedarf Hitzegrad finden Sie alles, um Ihren Liebling vollwertig zu ernähren. Hochwertige Zutaten, ausgewählte Rezepturen und wichtige Nährstoffe, dabei immer voller Geschmack. Nie war es einfacher, für Ihren Liebling exzellentes BARF in Bioqualität zu kaufen. Lassen Sie sich von unserer Erfahrung in unserem Online-Shop überzeugen. www.zoobedarf-hitzegrad.de. Dienstagabend, 20 Uhr, Paul Brandenburg live. Heute präsentiert von Hitzegrad, Ihr BARF-Experte. Im Netz unter zoobedarf-hitzegrad.de. Unser Thema heute sind Spitzel und Spione. Zersetzen Sie den Widerstand? Rufen Sie live hier im Studio an und diskutieren Sie mit meinem Gast und mit mir. Unsere Nummer ist 030 für Berlin 577 14802. Die Agenten und Informanten des Verfassungsschutzes und des polizeilichen Staatsschutzes haben die Demokratiebewegung infiltriert. Bis in die höchsten Ebenen, wenn man denn von Höhlen sprechen möchte oder die innersten Kreise, finden sich diese Menschen. Was macht das mit der Bewegung? Wie sollten wir darauf reagieren? Und kann man das Ganze vielleicht zu seinem Vorteil nutzen? Mein heutiger Gast kennt sich unfreiwillig freiwillig mit Geheimdiensten und ihrer Arbeit bestens aus und hat vieles aus seiner eigenen Erfahrung darüber zu berichten. Bevor wir einsteigen, schauen wir uns mal an, wie in Deutschland die Geheimdienste so im Großen und Ganzen funktionieren. Die Unzahl staatlicher Geheimorganisationen zerfällt auch in der Bundesrepublik grob in zwei Kategorien. Einerseits den Auslandsgeheimdienst, der in Deutschland offiziell ausschließlich aus dem sogenannten Bundesnachrichtendienst, BND, besteht. Seine gesetzliche Aufgabe ist die, Zitat, Sammlung und Auswertung der zur Gewinnung von Erkenntnissen über das Ausland erforderlichen Informationen, auf Deutsch Spionage im Ausland. Dann gibt es den Inlandsgeheimdienst, für dessen Aufgabenbereich in Deutschland mindestens 18 eigenständige Behörden existieren. Auf Bundesebene einerseits das Bundesamt für Verfassungsschutz und den militärischen Abschirmdienst, der ausschließlich im Geschäftsbereich des Verteidigungsministeriums tätig sein soll. Zusätzlich hat jedes Bundesland eine eigene Behörde für den Verfassungsschutz. Die Aufgabe dieser Vielzahl von Behörden ist neben der Abwehr der Spionage von anderen Auslandsgeheimdiensten innerhalb Deutschlands die, Zitat, Sammlung und Auswertung von Informationen über Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Anders als fast alle anderen Inlandsgeheimdienste von angeblichen Rechtsstaaten haben die Ämter für Verfassungsschutz damit einen Freibrief zur Ausspionierung, Verfolgung und auch Einflussnahme auf eigene Staatsbürger, wenn die nach Meinung der Ämter irgendetwas tun oder auch nur planen, was dieser vagen Definition entspricht. Diesen gesetzlichen Freibrief nutzen die Ämter für Verfassungsschutz regelmäßig zur Planung oder dem selbstständigen Begehen zum Teil schwerster Straftaten, beispielsweise im Zusammenhang mit der rechtsradikalen Terrororganisation Nationalsozialistischer Untergrund oder dem Anschlag auf ein Gefängnis mit RAF-Insassen im Zusammenhang mit der sogenannten Zeller-Loch-Affäre. Das Bundesamt für Verfassungsschutz und auch die diversen Landesbehörden für Verfassungsschutz sind damit ganz offiziell politische Kampfinstrumente der jeweils Herrschenden gegen politisch Oppositionelle und andere Gegner. Anders als in Rechtsstaaten eigentlich selbstverständlich, können diese sogenannten Verfassungsschutzorganisationen die gesamte Klaviatur der geheimdienstlichen Überwachung, Manipulation und politischen Verfolgung ohne jegliche richterliche oder rechtliche Kontrolle gegen eigene, völlig unbescholtene Bürger benutzen und auch missbrauchen.
Wie selbstverständlich der Missbrauch des politischen Inlandsgeheimdienstes durch die Machthaber der Bundesrepublik ist, zeigten zuletzt zwei Affären der amtierenden Innenministerin Nancy Faeser. Einerseits missbrauchte sie den Dienst in der sogenannten Schönbohm-Affäre, um belastendes Material gegen einen ihr unliebsamen Behördenleiter zu sammeln. Der wurde von Faeser denn auch schließlich unter fadenscheinigen Gründen entlassen. In einem anderen Fall kam es mutmaßlich auch auf Faesers Geheiß zu einem geheimdienstlichen Ausforschen des früheren Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen. Als politischer Hoffnungsträger konservativer Oppositionsparteien dürfte Maaßen Faeser ein Dorn im Auge sein. Bei der Ausspionierung Maaßens wurden private und anwaltliche Textnachrichten und Telefongespräche abgehört bzw. abgefangen und an die Staatsmedien weitergereicht, die diese veröffentlichten. Die Ausstattung der verschiedenen Geheimorganisationen mit Geld und Personal ist selbst nach offiziellen Zahlen beachtlich. Der Bundesnachrichtendienst als Auslandsgeheimdienst hat aktuell wenigstens 6.500 Mitarbeiter. Sein Haushalt ist wenigstens 1 Milliarde Euro schwer. Unterstellt ist der BND ausschließlich dem Bundeskanzleramt, also dem Regierungschef, direkt. Auf der Seite der Inlandsgeheimdienste geht es deutlich unübersichtlicher zu. Allein das Bundesamt für Verfassungsschutz hat nochmal über 6.000 Mitarbeiter und seine Zahl damit in den letzten 5 Jahren mehr als verdoppelt. Sein Haushaltsvolumen beträgt über 400 Millionen Euro, allein nach offiziellen Zahlen. Ebenfalls auf Bundesebene angesiedelt, aber ausschließlich beim Verteidigungsministerium, ist der militärische Abschirmdienst. Er hat als Verfassungsschutz des Militärs aktuell offiziell über 1.500 Mitarbeiter und über 160 Millionen Euro Haushaltsvolumen. Die 16 Landesämter oder Landesbehörden für Verfassungsschutz kommen zusammen auch auf über 3.000 Mitarbeiter nach offiziellen Zahlen und rund 600 Millionen Euro Gesamtetat. Insgesamt also beschäftigt die Bundesrepublik Deutschland deutlich über 10.000 hauptamtliche Mitarbeiter und gibt über 1 Milliarde Euro pro Jahr aus, um ihre eigenen Bürger auszuspionieren und politische Gegner im Inland mit geheimdienstlichen Mitteln zu bekämpfen. Eine weitere Milliarde gibt sie dafür aus, mit rund 6.500 Mitarbeitern im Ausland zu spionieren. Tja, zu all diesen offiziellen Geheimen kommt dann noch die Abteilung für polizeilichen Staatsschutz. Das sind dem Landeskriminalamt zugeordnete politische Polizeien, die eine Art Graubereich abdecken zwischen dieser geheimdienstlichen Tätigkeit und der regulären Polizeiarbeit. Ein riesiger Spionageapparat, den der Staat auch auf die eigenen Bürger richtet, vielleicht sogar zum allergrößten Teil. Mein heutiger Gast, der mir auch freundschaftlich verbunden ist, wie regelmäßige Zuschauer meiner Sendung sehen, kennt sich aus mit diesem Apparat. Und zwar auch aus dem anderen Deutschland und aus langer politischer Tätigkeit aus diesem Deutschland. Lieber Dieter, ich grüße dich und freue mich, dass du heute Abend hier bist. Herzlichen Dank für die Einladung. Dieter, ich habe in der Anmoderation der Sendung behauptet, man dürfe dich als Stasi-Spitzel bezeichnen. Und da wurde gleich etwas offenbar, was ich in den letzten Monaten gelernt habe, dass es ganz feine Unterschiede gibt bei dem, wie man Menschen diffamieren darf. In deinem Fall darf man, hast du gesagt, nicht wörtlich Spitzel sagen, aber Stasi-Informant darf man gerichtsfest sagen. Das ist in Deutschland immer auch gerichts- und richterabhängig. Das Wort Spitzel ist eigentlich eine Beleidigung. Aber Stasi-Informant, das hat Herr Biermann und Frau Steinbach Arm in Arm mal in einem Verfahren, an dem ich gar nicht anwesend war, weil ich dachte, das sei nur eine Formsache, das dauerte 5 Minuten, in einer einstweiligen Verfügung erstritten, weil die einfach darauf hinwiesen, guck mal, da ist so viel Einzelpapier über Dieter Dehm gesammelt, als er 20, 22 und 23 war. Das legitimiert doch, dass man ihn Stasi-Informant nennt. Und es ist wirklich, wenn du dann so einen Staatsschauspieler wie Biermann oder einen Staatsschauspieler wie Herrn Gauck gegen dich hast, und Herr Gauck hat dem Gericht dann gesagt, wenn es irgendeinen Zweifel daran gäbe, würde er im Zug von Berlin direkt nach Frankfurt zum Oberlandesgericht kommen, in die Verhandlung eingreifen, und dann traute sich auch kein Richter. Und so ist das in vielen Fragen, auch in Corona-Fragen, auch in Fragen von Ukraine-Krieg und so. Wenn du da mal merkst, der Mainstream läuft gegen dich, dann hast du auch vor Gericht schlechte Karten. Ich habe selber zu Corona gelernt, da hat mir ein Gericht bescheinigt, man könne in der deutschen Sprache nicht unterscheiden zwischen Skeptiker, Kritiker und Leugner. Das auf einer Seite haben die das geschafft, eine Kammer des Landgerichtes Köln. Also die Absurdität der Gerichte, das ist eine Sache. Aber Tatsache ist, es gibt reihenweise
Stasi-Aufzeichnung über dich. Mhm. Du sagst ja selber auch ganz offen, na klar spreche ich mit der Stasi. Also jetzt kaum noch möglich offiziell, aber du hast mit der Stasi gesprochen. Wie kam das? Naja, ich war Liedermacher, ich war auch bei den Jungsozialisten. Wir waren ganz oft in Ost-Berlin und die Leute, mit denen ich da zu tun hatte, waren, ohne dass ich das wusste oder wissen konnte, auch gleichzeitig für das Ministerium für Staatssicherheit tätig, haben dann ihre Aufzeichnungen gemacht und die dann an das Ministerium weitergegeben. Wenn die mich gefragt hätten. Hm. Entschuldigung, wir müssen gerade wegen deines Mikros, wenn ich da mal öffne, es scheuert so ein wenig an deinem Mikro. Okay. Andere Seite, ich rücke da mal so ein bisschen dran. Live ist live und die Stasi ist überall dabei. Genau, überall. In dem Fall ist es nicht die Stasi. Also jedenfalls, das war in, da war ich so 20, 23. Anfang der 70er Jahre, dann sagten die also zu mir, ja, Jugendfreund oder Liedermacher, Kollege, tritt doch da und da auf und so. Wenn man dann beim Bier zusammensaß, das wanderte dann dorthin und wurde also dort auch abgeheftet. Aber dann, als Biermann aus... Das war so wann, in welchem Jahr? Also 1900? Anfang der 70er. Anfang der 70er. Aber dann, als Biermann ausgebürgert wurde und ich sein Manager wurde, dann hat die Stasi mich mit einem Einreisefahndungsbefehl den ich dir ja auch gegeben habe, den auch viele Freunde schon gesehen haben, sozusagen verfolgt und als DDR-Staatsfeind abgestempelt. Also spätestens seit dem Jahr 78 bin ich aktenkundig mit Stempel der Deutschen Demokratischen Republik der DDR-Staatsfeind Dieter Dehm geworden. Und davor hätte ich, wenn die mich gefragt hätten, würdest du für uns arbeiten, hätte ich unterschrieben. Man muss unterschreiben innerhalb von einem halben Jahr, dass man informeller Mitarbeiter werden möchte oder bereit ist, das zu werden. Das hätte ich unterschrieben. Ich dachte, dass die Bundesrepublik Deutschland, in der ich ja groß geworden bin und in der ich lebte, ein Verbrecherstaat ist, weil aufgebaut von den Finanziers von Auschwitz. Ich war befreundet mit Heinz Düx, dem Untersuchungsrichter des Auschwitz-Prozesses. Ich war bei Fritz Bauer zu Hause, habe dort erlebt, was das bedeutet hat für Menschen, dass die Deutsche Bank den Kreditvertrag für Auschwitz unterschrieben hatte, dass Herr Klopke, der Staatssekretär von dem Adenauer, dann eben tatsächlich die Reichsrassengesetze so geschrieben hat, dass sie Auschwitz-fähig wurden. Also das alles sind eben Dinge gewesen, die mich gegen die Bundesrepublik aufgewiegelt haben, als Jungsozialist, als junger Mensch. Und ich hätte für die DDR als Spion, nicht als Spitzel, du kannst ja deine Nachbarn nicht bespitzeln, wenn du im feindlichen Ausland bist, da gibt dir keiner was für, aber ich hätte dort NATO-Gelände fotografiert und ich hätte vieles andere auch getan. Aber das ist ja nicht so weit gekommen, die haben mich nie offiziell gefragt, aber die bekamen Westgeld. Das heißt, die Ostberliner Behörde, Ministerium für Staatssicherheit, hatte Abteilungen und die bekamen von ihrer zentralen Leitung pro Stasi-IM Westgeld. Dann haben die Stasi-IM genannt, die natürlich nie gefragt, ob die Stasi-IMs werden wollten. Dann wurden die als Stasi-IM geführt und ich bin dann, nachdem ich 78 Staatsfeind der DDR abgestempelt von der Stasi geworden war, 1995, also sehr viel später, plötzlich damit konfrontiert worden, dass es über mich eine Ansammlung von solchen Aufzeichnungen gab. Rollen wir es mal auf. Also du warst ja immer, das ist nur wirklich kein Geheimnis, jeder weiß, du bist glühender Marxist, das bist du noch heute, das verzeih ich dir als einsperrenden Charakterfehler, man ist ja nicht in jeder Hinsicht brillant. Also du bist nun bekennender Marxist, da ist überhaupt kein Geheimnis, dass du gewisse Vorbehalte gegen die NATO und die Bundesrepublik hast. Da kann man jetzt, egal wie man es sieht, schwerlich hineininterpretieren, dass du jemanden in einem Glauben gelassen hast. Das, denke ich, ist unbestritten. Du hast selber schon diese Unterscheidung getroffen zwischen Spionage und Spitzelei. Das ist ja nicht nur eine semantische, also nicht nur eine Kleinigkeit, sondern ein wesentlicher Unterschied. Das heißt, du sagst bis heute ganz klar, ich habe niemanden bespitzelt, der mir nahe stand. Ich habe weder Geheimnisse noch irgendwas Privates verraten. Ich hätten sie mich gefragt, eventuell irgendwelche Fotos und Auswertungen weitergereicht. Ich hätte für die auch unterschrieben. Das hättest du auch getan. Ja, also du musst es nur wissen, also es gibt in der Stasi-Richtlinie, das erkennt auch das deutsche Bundesverfassungsgericht an, das ist ein Kriterium dafür, in einem Hauptverfahren, wenn du angeklagt wurdest, der Ostspionage. Ja, dann musst du eine Verpflichtungserklärung innerhalb von einem halben Jahr unterschreiben. Und diese Verpflichtungserklärung wurde mir nie vorgelegt. Okay. Gibt es auch nicht. Aber ich hätte die unterschrieben. Hm. Also in dem Alter, in dem ich damals war, ich bin heute, hätte ich die nicht geschenkt, geschenkt. Ja, aber damals war ich wirklich so drauf, dass ich dachte, ja, hätte ich gemacht. Okay. Der Vorwurf, der da immer wieder läuft, ja Spitzelei. Das ist ja genau der Punkt. Ja, ja. Er hätte Vertrauen missbraucht, hat Leute ans Messer geliefert, hat Privates. Jetzt hast du tatsächlich, du hast mir im Vorfeld die Akte gegeben. Wir haben einen Auszug dabei, der
Wesentliche liegt hier vor. Vielleicht können wir das kurz mal angucken. Tatsächlich ist ja der interessante Punkt, denn selbst die Stasi festhält in dem Fall, ich glaube ein Oberst oder ein Oberstleutnant oder was er da ist, ein Oberleutnant nur, eher eine niedrige Nummer. Genau. Vielleicht können wir das noch ein bisschen höher blenden. Entschuldigung, jetzt ist das genau über diesen Tickerbalken da unten, deswegen können wir es nicht lesen. Da ist nämlich das Entscheidende nicht drin. Wahrscheinlich muss man da technisch jetzt noch ein bisschen was bearbeiten, dass das Bild etwas höher geht. Also ich erkläre das mal. Ja, ja, ist es. Okay, jetzt sehen wir es. Also vielleicht kann ich noch ganz kurz einfügen. Das ist technisch wahnsinnig schwierig zu lesen. Das sind uralte Mikrofisch-Ausdrucke wieder. Da sitzt man mit der Lupe davor. Ich habe mir das eine Weile reingeguckt. Und Teile davon wurden dann transkribiert. Diese Transkription da unten stammt vom Bundesarchiv der Stasi-Unterlagen, also von der Gauk- oder Birnbach-Behörde. Und da ist dann am Ende tatsächlich festgehalten worden, trotz ständiger Auseinandersetzung mit dem IM Willi, der du formal nicht warst, weil du ohne das IM, zu wissen. Ich wusste gar nicht, dass ich das bei dir. Lassen wir es dahingestellt. Es bezieht sich aber auf dich. Der IM, damit bist du gemeint, nicht von der Richtigkeit der Maßnahmen der DDR gegen Biermann und Baro überzeugt werden. Die Maßnahme gegen Biermann war die Ausbürgerung Biermanns. Der ist auf Westreise gewesen. Man hat ihm seinen Pass entzogen. Er durfte nicht wieder zurückkommen. Und die Stasi meint weiter, dies führte vielfach dazu, dass keine Erkenntnisse über die potenziellen Ziele, wie zum Beispiel Jürgen Fuchs, gewonnen werden konnten. Am Ende oder erarbeitet werden konnten. Es schließt dann damit, dass gegen dich eine sogenannte Einreisefahndung verhängt wurde. Das heißt, Anfang der 70er hat die Stasi dich angesprochen. Da kann man ja sagen, naja, schön naiv, wenn du nicht meinst, dass die das sind oder dass deine Freunde von der FDJ das sind. Und wann haben sie diese Einreisefahndung dann gegen dich aufgegeben? 78. Also das war acht Jahre später. Kurz nachdem ich Biermanns Manager wurde, war ich in der Einreisefahndung. Und das wird auch nicht von deinen Kritikern bestritten. Das heißt, dass diese Einreisefahndung... Das wissen die nicht. Das kriegen die auch von Gauck nicht erzählt. Gauck ist ein solcher übler Finger, dass er entlastendes Material für Leute, die heute noch kritisch zu diesem Staat stehen, die heute noch in der Ukraine oder der Corona-Frage kritisch stehen, da würde er nie etwas Entlastendes, hat er nie etwas Entlastendes rausgegeben. Wenn das seine Parteifreunde waren, dann ja. Aber bei Leuten, die eben wirklich oppositionell waren, die mussten dann immer in dem Glauben leben, dass es über sie nichts Entlastendes gibt. Das Dokument, was du gerade gezeigt hast, ist mir erst ein Jahr, nachdem schon ein Jahr eine Kampagne gegen mich in Spiegel und Bildzeitung und überall gelaufen war. Erst ein Jahr danach bekam ich dann diesen Fahndungsbefehl der Stasi gegen mich, der mich offiziell zum DDR-Staatsfeind im Jahr 78 gestempelt hat. Ich konnte also das nicht verwenden gegen Spiegel und nicht verwenden gegen Tagesschau, nicht verwenden gegen die Springerpresse, die mich dann eben in diese Richtung gesetzt hat, obwohl ich die Formulierung für Günter Wallraff und andere gemacht habe, den Protest gegen die Biermann-Ausbürgerung und den hier nach Ost-Berlin gebracht habe zum Politbüro, dann die kopierten... Was auch aus dieser Stasi-Akte hervorgeht, habe ich auch gesehen, das heißt, mir beschwert sich die Stasi, dass du ein Telegramm an das Politbüro gesendet hast. Und das noch kopiert habe und auf dem Alexanderplatz und vor dem Politbüro verteilt habe. Okay, nun bist du damit ein beispielhafter Fall über den, der mit dem Geheimdienst Umgang hat, und das könnte man, entweder kann man Kritiker von dir sein und sagen, der sich dann die Finger verbrennt, geschieht ihm halt recht, oder man kann sagen, naja, ganz schöne Sauerei, wie es gedreht wird. Wir wissen von Stasi-Akten, die von Angela Merkel ist nicht aufzufinden, kein Mensch weiß, wo die ist, obwohl Menschen vom runden Tisch sagen, naja, die erschien da plötzlich, kam aus Moskau und jeder weiß, dass es so ist. Auch Gauck hat seine Aufzeichnung bei der Stasi gehabt. Und wunderbar. Unappetitliche. Ja. Er wurde mit seiner eigenen Akte 8 Stunden alleine gelassen. Ah ja, so. Ist das beispielhaft für die Arbeit der Geheimdienste noch heute, nach deinem Wissen? Nein, das ist eine ganz andere Methode. Also, verstehst du, der Biermann hat mir in den 11 Jahren, wo ich ihn gemanagt habe, immer erzählt, natürlich habe ich in der Chausseestraße vor meinem Haus geguckt, da wusste ich immer, da unten ist der Stasi-Mann. Der hat sich zu erkennen gegeben durch die Art, wie er da gestanden hat. Das sollte auch einschüchtern. Heute ist das völlig undercover. Das heißt, das Buch Undercover von Erich Schmidt-Ehnbohm, in dem er beschreibt, wie der Bundesnachrichtendienst in die Spiegel-Chefredaktion, in die Zeit-Chefredaktion, in Zeitungen infiltriert, das ist ein Sozialdemokrat, Erich Schmidt-Ehnbohm, Friedensforscher. Einer der sogenannten Geheimdienstexperten. Ja, das Buch heißt Undercover, die Arbeit des Bundesnachrichtendienstes bei den Medien. Ja, die geschieht viel raffinierter. Und was jetzt zum Beispiel der Digital Act, der EU, Act, vom letzten November,
Da würde Erich Mielke vor Freude im Grab rotieren, dass er sowas nie gehabt hat. Ja, das hat er gerne. Die technischen Methoden haben sich natürlich massiv weiterentwickelt. Aber massiv, ja. Wir alle kennen das Wort von Bärbel Bröller, die sagte, sie werden die Methoden der Stasi studieren, sie werden sie verfeinern, sie werden sie neu anwenden. Jetzt hast du schon gesagt, der Bundesnachrichtendienst, der da in den Medien aktiv ist. Tatsächlich, wenn man recherchiert, was ich im Vorfeld lange getan habe, stellt man fest, die sogenannten Staatsmedien, die öffentlich-rechtlichen Medien, sind in der Tat oder scheinen vom BND bis auf die untersten Ebene infiltriert. Es ist erstaunlich, was in Journalistenkreisen, was sozusagen in ÖR-Mitgliedskreisen bekannt ist darüber, wie viele Abteilungsleiter eigentlich BND-Zuträger oder Hauptamtliche sind. Dass ja die Rekrutierungen, insbesondere von Auslandsvertretungsleuten, also wer das Studio leitet in XY, wird tatsächlich regelrecht vorgeladen, wird regelmäßig aus. Also es scheint so, dass die öffentlich-rechtlichen Medien quasi ein Ableger des BND sind oder sehr tief darin verwurzelt. Das ist auch deine Erfahrung. Ja? Das ist auch Erich Mitt-Enbohms Erfahrung, das haben auch andere. Bülow, der frühere Staatssekretär, schon geschrieben. Also das ist vielen aufgefallen. Übrigens der Hauptabteilungsleiter des Spiegel, Peter Ferdinand Koch, hat den Spiegel das Eldorado der westlichen Geheimdienste genannt. Denn bei deiner Darstellung vorhin, Bundesnachrichtendienst und Verfassungsschutz, hast du etwas, oder kannst du noch etwas nachtragen? Über allem thront der CIA. Gut, das ist sozusagen die Gründungsorganisation des Ganzen. Ja. Denn der CIA nahm den Nazifaschisten Reinhard Gehlen. Chef für Gehlen. Chef, genau. Organisation Gehlen hieß das. Davor hieß es Fremde Heere Ost und war von Adolf Hitler geleitet. Und für ihn hat der Nazifaschist Reinhard Gehlen das Spionagehandwerk gelernt und sein Netz aufgezogen. Dann nahm der CIA den Reinhard Gehlen und gründete mit ihm gegen den Verfassungsschutz zunächst den Bundesnachrichtendienst. Aber immer mit Lizenz des CIA, also mit der westlichen Besatzungsmacht. Gut, das ist ja auch klar. Es sind ja offizieller Verlautbarung, sind das befreundete Dienste. Ja. Wir profitieren davon. Du hast ja schon gesagt, gegen den Verfassungsschutz. Naja, offiziell profitieren wir. Politisch das zu deuten, bleibt jedem eins. Es gibt aber tatsächlich ja nun in Deutschland den Verfassungsschutz. Ja. Das haben wir auch schon. Das ist eine deutsche Besonderheit. Das muss man extra dazu sagen. Ja. Dieses Bundesamt für Verfassungsschutz tut ja nicht nur das, was Inlandsgeheimdienste üblicherweise tun. Die sind üblicherweise für die Spionageabwehr zuständig und Terrorbekämpfung. Das ist in England oder in Großbritannien ist das der MI5 versus MI6. Der Bundesverfassungsschutz hat einen ganz besonderen Auftrag tatsächlich. Einen ganz weit gefassten Auftrag, alle Bestrebungen, die da gegen die Verfassung gerichtet sein können, zu beobachten und sogar aktiv zu bekämpfen. Mhm. Wir wissen vom NSU, also vom nationalsozialistischen Untergrund, dass da Verfassungsschutzagenten drin sind. Das NPD-Verbotsverfahren platzte, weil es voller V-Leute des Verfassungsschutzes waren. Ich kann mittlerweile sicher sagen über die sogenannte Widerstandsbewegung, dass sie durchsetzt ist mit Verfassungsschutzagenten. Selbst prominente Figuren, von denen man meinen würde, sie seien nun ganz besondere Lichtgestalten, sind nachweislich, wenn man denn diesen Zugang zu diesen Quellen hat, leider nicht gerichtsfest, dann wäre ich mit Freuden dabei, sie zu veröffentlichen. Es scheint also für diesen Verfassungsschutz vollkommen normaler Alltagsgeschäft zu sein, sich in all diese zivilbürgerlichen Dinge einzumischen, sie zu manipulieren. Das ist eine deutsche Besonderheit. Das kennen wir ja aus der üblichen westlichen Welt so eigentlich nicht. Doch, natürlich. Also die FBI hat in der sogenannten McCarthy-Zeit, also in den 50er Jahren, in denen gegen die Kriegsgegner wie Harry Belafonte, Paul Robeson, Pete Seeger und viele andere, die uns wohl bekannt sind, die wir alle lieben aus Hollywood, ihre Kampagnen gemacht haben, genau so gearbeitet. Natürlich nicht mit den verfeinerten Mitteln, nicht so raffiniert, wie das jetzt die woke Ampelregierung tut, dass man dann plötzlich Leute Faschisten nennt, die eigentlich gestandene Linke sind und gestandene Demokraten sind, nur weil sie renitent in bestimmten Fragen von Corona oder von Ukraine-Krieg sind. Und dann sagt man, rechtsaffin. Ja. Das ist ein Wort, das kommt so flüssig und so inflationiert rüber, dass man es nie für möglich gehalten hätte. Das ist neu. Aber dass man Leute als Fellow Traveler Moskaus, als kommunistische Spione bis auf den elektrischen Stuhl gebracht hat, damals, ja, das ist eine nicht ganz neue Angelegenheit. Und das gab es auch im Grunde genommen, wenn man genau hinschaut, in Italien nach dem Krieg. Was schätzt du, wie viele Menschen sind mit Hilfe des CIA und Cladio, das ist eine Auslandsabteilung, Geheimorganisation der NATO. Wie viele sind wie viele Antifaschisten, die gegen den Faschismus von Mussolini und Hitler gekämpft haben, sind nach 1945 ums Leben gekommen? Was schätzt du? Das erwischte mich natürlich kalt, weil ich stelle hier normalerweise die Fragen. 2800 ums Leben gekommen, Antifaschisten, durch Gladio und CIA.
reden wenige drüber, aber wenn man nach Chile guckt, weiß man, zu was die CIA alles fähig ist. Nun hat man ja, das kann man nun für die Amerikaner einwenden, hatte man ja nach McCarthy zumindest eine gewisse Korrekturbewegung und hat offiziell eingeräumt, das Ganze war ein Horror. Wir haben ja, und das FBI ist eine Besonderheit, es ist eine Polizeiorganisation, die gleichzeitig die Spionageabwehr betreibt. Das heißt also etwas, was hier extra getrennt wurde. Wir sind ja sehr stolz darauf. Politische Polizei ist schon so ein Übergang. Naja, Moment, aber die politische Polizei hat theoretisch keine geheimdienstlichen Befugnisse. Ich weiß das, genau, weil ich sowohl vom Verfassungsschutz als auch vom polizeilichen Staatsschutz verfolgt werde. Ich weiß, dass der polizeiliche Staatsschutz zum Beispiel nicht weiß, in welchem Studio hier sind. Das würde er gern wissen. Er befragt regelmäßig Menschen, er ruft die an und sagt, wissen Sie nicht, können Sie sich nicht erinnern. Ich gehe davon aus, dass der Verfassungsschutz das oben an der Post-it-Note irgendwo kleben hat. Das wissen die sehr genau. Tatsächlich wissen wir aber, dass Verfassungsschutz und Staatsschutz sehr wohl, die haben ihre Eitelkeiten. Die reden da nicht so offen miteinander. Wir wissen in Deutschland, dass jeder Landesinnenminister tatsächlich auch ein bisschen König seines Geheimdienstes ist, diese Sache genießt und mit den Informationen sehr spärlich ist. Also wir haben da einen Konkurrenzkampf der Geheimdienste innerhalb Deutschlands und eben eine fast schon Zerstrittenheit und einen Konkurrenzkampf damit. Aber will sagen, jeder Landesinnenminister hat die Macht und die Fähigkeit, dich bis ins Privateste auszuforschen und keinerlei Kontrollinstanz darüber, die ihn da irgendwie abhalten könnte. Hast du das mal erlebt? Ich setz noch einen drauf, da ich mit dem Innenminister in Hessen ganz gut bekannt war, der übrigens auch sagt, Dieter Dehm war Stasi-Opfer und nicht Stasi-Täter, der damalige Innenminister Horst Winterstein. Auch der Innenminister ist nicht tabu. Auch ihm kann passieren, dass sein eigener Verfassungsschutz ihn bespitzelt. Also das, was man so laps den tiefen Staat nennt, das gibt es auch gegen die eigentlich diesen Geheimdienst ja kontrollieren sollten. Auch die Bundestagsabgeordneten, die eigentlich ja dafür da sind, für die Kontrolle, sind auch Gegenstand der Observation. Wir wissen jetzt, dass seit 2018 das Bundesamt für Verfassungsschutz seine Mitarbeiterzahl verdoppelt hat. In den letzten 5 Jahren wurde ganz offiziell, das sind immer die offiziellen Zahlen, ich würde mal sagen, für gute Abschätzung geben wir mal mindestens noch die Hälfte obendrauf, was da real noch dahinter ist. Mit der ganz offiziellen Ansage, die Demokratie müsse geschützt werden, erleben wir hier gerade einen Staatsstreich hintenrum, weil es ist ja offenkundig, dass diese neuen Truppen, die da aufgefahren wurden, also gegen rechts, du sagtest selber schon, rechts ist ja jeder, du bist ja im Zweifelsfall auch rechts, wenn du das Richtige tust, das läuft dem Wort oder dem Sinn der Verfassung doch direkt zuwider. Also ich habe ja in meiner Sendung Modes mit dem Hans-Georg Maaßen 1,5 Stunden darüber gesprochen. Und er sagt, dass sicher da absolut schräge Vögel in diesen Reichsbürgern drin waren, aber es ging keine Putschgefahr von denen aus. Also was Nancy Faeser da hochgeziegelt hat, um zu sagen, wir müssen noch mehr anstrengen auf die geheimdienstliche Observation legen, war erstunken und erlogen. Also, und dann wird der frühere Chef des Verfassungsschutzes, Dr. Hans-Georg Maaßen, von seinem eigenen Nachfolger, als Anwalt von Dr. Markus Krall das Telefon abgehört. Dann wird die Wohnung aufgemacht und teilweise aufgebrochen von diesen Truppenteilen bei Markus Krall in Frankfurt. Übrigens dann wieder in Verbindung, auch für die Zuschauer, mit dem polizeilichen Staatsschutz, der dann gerne mal zum Terrorarm wird, dieser oder zum ausführenden Organ, weil offiziell gibt es ja gar keine Verfassungsschutz. Also, und der Hans-Georg Maaßen hat das, glaube ich, richtig dargestellt. Wir sind wirklich in vielen philosophischen, ideologischen und politischen Fragen meilenweit auseinander. Davon gehe ich aus. Aber dass die Demokratie im Moment nicht gefährdet wird von denen, auf die mit den Fingern von der Ampelregierung und ihren medialen Vertretern gedeutet und gezeigt wird. Sondern von denen, die sich übergriffig verhalten als staatliche Behörden und Organe, das muss hingestellt werden. Und übrigens, das ist nicht ganz neu. Also alle die Freunde, ich sag dir jetzt nur mal, Günter Wallraff, der mich mit Wolf Biermann damals zusammengebracht hat und dann sagte, könntest du, nachdem du für mich gearbeitet hast, ich habe Günter Wallraff die Lesungen organisiert und ein bisschen Marketing gemacht und so, könntest du auch Wolf Biermann jetzt managen. Günter Wallraff bekam plötzlich eine IM-Akte angehängt. Ich mach dir das doch mal hier draußen ran, sonst werden die Leute da draußen irgendwann irre. Das rauscht ja hier vor sich hin. So ist es, glaube ich, besser. Jetzt also, gut. Ja. Bauchfrei. Ja. Günter Wallraff bekam eine IM-Akte angedichtet, die hieß EM Walküre. Plötzlich, als er gerade in einem ganz heftigen Verfahren war, ein neues Buch rausgebracht hat, tauchte dieses Ding auf. Es verschwand dann nach 3 oder 4 Wochen wieder in der Versenkung. Also auch das war damals schon ein Mittel. Der Chef
Denker des Deutschen Gewerkschaftsbunds. Ich weiß, du bist kein so ein richtiger Freund der roten Gewerkschaftsbewegung. Was hat mich verraten? Sozialdemokrat. Aber ich war ja 33 Jahre Sozialdemokrat. Der Chefdenker Viktor Ackerts wurde, als sein Einfluss so stark war, dass er in verschiedenen Fragen des Sozialstaats Lehren aus dem Faschismus gezogen hat und gesagt hat, so viel Macht darf eine deutsche Bank nie wieder bekommen. So viel Macht dürfen Konzerne, politische Macht, dürfen Konzerne nie wieder bekommen. Plötzlich tauchte eine Agentenakte auf. Der wanderte ins Gefängnis, der ist vor sich hingesiecht und war dann am Ende tot. Und dann, nach seinem Tod, wurde nachgewiesen, dass das alles Fake war, dass das alles nicht stimmte. Das sind eine Reihe Beispiele für die Zerstörung von Menschen, die Zersetzung, die öffentliche Zerstörung. Du hast es selber schon gesagt, dieser sogenannte Reuss-Putsch, der Rollatoren-Putsch. Vieles, was hinter den Kulissen schon bekannt ist, was man aus Kreisen bekommt, mehr kann man noch nicht sagen, zeigt sehr deutlich, wie das lanciert wurde, wie diese gesamte Reuss-Putsch-Nummer vollkommen konstruiert war, von vorne bis hinten, aus den genannten Kreisen. Es ist eine Frage der Zeit, bis das dann vielleicht irgendwann mal rauskommt. Die Frage ist ja, was folgt jetzt daraus? Also wir haben festgehalten, wir sind tatsächlich umgeben, ganz offiziell, von einer Vielzahl von hauptamtlichen Agenten. Das sind nicht nur Spitze, sondern richtige Agenten. Wir haben eine Fülle von Belegen, was die alles getan haben, einerseits mit einzelnen Personen. Wir gehen davon aus, dass die auch jede Menge Informationen abschöpfen. Die technischen Möglichkeiten sind so, dass unsere Telefongespräche ja an der Vermittlungsstelle abgezapft werden. Die müssen ja nicht ins Haus kommen, die müssen nicht das Telefon bekommen, sondern die können das über den Computer kopieren. Was folgt daraus? Wir haben einen Anrufer, der vor der Sendung schon anrief und sagte, was macht das jetzt mit uns. Ne? Und ist das nicht schon eigentlich Terrormaßnahme genug? Hören wir uns das vielleicht kurz mal an, was Martin sagt. Ja, guten Abend, hier ist Stefan aus Mittelschweden. Meine Frage wäre, ob innerhalb der Demokratiebewegung oft angenommen wird, dass Agenten oder Zersetzungsagenten eingeschleust werden könnten, um die Bewegung zu spalten. Und nicht allein schon die Annahme dessen, egal ob es dann so ist, es ist so natürlich, aber schon die Annahme dessen, eigentlich zu Spaltungen und Zerwürfnissen innerhalb der Bewegungen führt und quasi gar kein Druck von außen, seitens Regierungen oder wem auch immer notwendig ist, diese Bewegungen inhaltlich durch die Annahme eines inneren Feindes, die reine Annahme schon ausreichend zu spalten und zu zersetzen. Tja. Martin heißt eigentlich Stefan, damit fängt schon an, aber Decknamen sind natürlich nötig bei einer Sendung wie dieser. Ich entschuldige mich da nach Mittelschweden, aber die Frage finde ich hervorragend. Die Angst vor der Angst, also wenn wir wissen, wir werden tatsächlich verfolgt, ja, das ist keine Paranoia. Was macht man nun damit? Hat man nun Zweifel gegen jeden? Misstraut man jedem? Muss man bei jedem davon ausgehen, dass er Agent ist? Oder kann man umgekehrt eigentlich auch sagen, ist ja auch völlig egal. Wie hältst du das? Also ich habe seit meinem 17. Lebensjahr, seitdem ich gegen den Vietnamkrieg und damit auch gegen das Pentagon gestritten habe, mich immer lax verhalten. Das heißt, wenn ich auch nach Ost-Berlin gefahren bin, war ich genau der gleiche wie in Frankfurt am Main. Ich habe nie meinen Mund besonders gehalten. Ich glaube, man sollte es besser ignorieren. In der Güterabwägung, dass du natürlich dich auch verplapperst, dass irgendwas wie in meinem Fall hinter deinen Brücken notiert wird und dann woanders abgeheftet wird. Aber wenn du wirst kirre, wenn du dich nach dieser Methode ängstlich verhältst. Du weißt am Ende nicht mehr, wer Freund und Feind ist. Was du machen sollst, du weißt auch nicht mehr, wenn du andere verdächtigst. Ach, der verhält sich jetzt so und so, das könnte ein Agent sein. Das ist schon schrecklich. Also diese Vorwürfe habe ich eigentlich allermeistens zurückgewiesen und mit Nichtwissen, wie die Juristen sagen, bestritten, weil ich besser der Meinung bin, geh einfach freundlich mit Leuten um, sage deine Überzeugung, verrate keine Freunde mit ihren Nachteilen und schwätz nicht und hetz nicht hinter dem Rücken von anderen rum, sondern wenn du jemand nicht magst, sag ihm das ins Gesicht, warum. Gib ihm auch eine Chance, dass er sich vielleicht sogar ändert. Sei offen. Also ich glaube, man kann dem nur mit einer gewissen Offenheit beikommen. Ich weiß, dass das in bestimmten Ausnahmefällen dann auch nicht der Fall ist. Wenn man jetzt zum Beispiel eine neue Partei gründet, das Beispiel liegt auf der Hand, erzählt man auch nicht jedem immer alles. Sarah Wagenknecht, du hast es jetzt, damit die Zuschauer verstehen, die machen jetzt bei dieser Wagenknecht-Partei eine ganz intensive Prüfung wohl und wollen da jeden fast einzeln überprüfen. Also wenn da ein Paul Brandenburg käme, wird es erstmal eine Klausurtagung geben und dann schaut man da, weil man. Du meinst jetzt Wagenknecht selber und ihre Freunde? Ich meine diese BSW-Gründung, diese neue Wagenknecht, die wollen ja sehr genau überprüfen. Sie, die selber.
Arbeitgeber, die Macher. Ja, die wollen sehr genau überprüfen, wen sie da reinholen, damit das nicht. Ja, finde ich auch. Sag mal, finde richtig, dass wer schon 3 Psychiater und 4 Parteien verschlissen hat, nicht unbedingt aufgenommen werden muss. Aber das ist so im Grunde genommen der negative Ausnahmefall. Ansonsten sollte man sich auch freuen, wenn Menschen guter Hoffnung und auch am 25. November, wenn hier gegen den Krieg demonstriert wird, sollte man sich freuen über Leute. Elegant ein bisschen Werbung eingebaut. Aber was du sagst, ist mehr Vertrauen und halt hinnehmen, dass es einem auch irgendwie... Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, bekannt ist ja, dass das gegen mich Kriegswaffenvorwürfe mal erhoben wurden. Ja, ich weiß. Ich habe mittlerweile rausbekommen, woher das kommt. Das gab falsche Entschuldigungen. Es war ein ehemaliger Mitarbeiter. Ich werde auch diesen Menschen publik machen. Ich werde diese Akte veröffentlichen. Wir warten bis zum Abschluss des Verfahrens. Dann werde ich den Namen rausgeben mit Adresse, damit er sich selbst kümmern kann. Ich habe da auch nachher mir genau die Frage gestellt und habe gesagt, naja, wie konnte der das machen? Der hat also aus privatem Umfeld, weil er mitbekommen hat, wie das bei mir privat aussieht, was da ist, der konnte also seine völlig wirre Erfindung garnieren mit Kleinigkeiten darüber, konnte halt beschreiben, wie der Kühlschrank aussieht und solche Dinge. Und hinterher sagen einem dann die Strafverfolgungsbehörden, naja, das ist ja alles plausibel, weil der ja Informationen hatte, exklusiv. Dann können die das glauben. Sowas folgt jetzt daraus. Lässt du niemanden mehr an dich ran, machst du das völlig zu? Baust du da eine komplette Fassade auf? Du sagst nein, man muss mit dem Risiko letztlich leben. Fällt dir das leicht? Ich meine, du hast ja in voller Härte erlebt, was das für Folgen haben kann. Würdest du es wieder so tun oder bist du dadurch vorsichtiger geworden und hast du da zwei Leben oder mehrere Identitäten sozusagen, damit also, das nicht passiert? Ich glaube, das Grundproblem, was wir in diesem Zusammenhang haben, ist Wikipedia. Das ist ein Denunziationsorgan erster Ordnung. Das heißt, nicht die naturwissenschaftlichen Dinge, nicht die historischen Dinge aus dem frühen 14. Jahrhundert, sondern wenn über heutige politische Persönlichkeiten geschrieben wird, guck dir die Eintragungen an. Du kannst sie nicht selber, du hast kein Selbstbestimmungsrecht deiner eigenen Person. Also was man sonst hat, bei mir steht zum Beispiel drin, dass ich Biermann bespitzelt haben soll. Es ist nachgewiesen, dass in der Akte nicht ein einziges Wort der Bespitzelung drinsteht über Biermann. Dann steht, füge ich immer ein, es gibt einen Fahndungsbefehl gegen mich von der Stasi, die mich zum DDR-Staat ist nach 24 Stunden bei Wikipedia wieder gestrichen. Wenn ich dann reinschreibe, der frühere Innenminister Hessens, Horst Winterstein, hat gesagt, ich bin Stasi-Opfer, nicht Stasi-Täter, ist nach 24 Stunden wieder gestrichen. Nun bin ich nicht das oberste Opfer, aber wenn ich ein Musical irgendwo, wenn ich ein Musical irgendwo abliefere oder einen Roman irgendwo abliefere oder ein Lied für irgendjemand schreibe, wie Roland Kaiser oder so, dann kommt das Management und sagt, hast du mal in die Wikipedia-Einträge geguckt? Und dann hast du in der Regel ein Riesenproblem und kannst auch eigentlich mit Berufsverbot rechnen. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber deswegen die Frage, bist du denn, ich halte es ganz offen so, ich gehe tatsächlich bei jedem davon aus, zu N% ist das ein Verräter. Das lasse ich so mitlaufen, weil woher weiß ich denn? Wir kennen uns jetzt seit kurzer Zeit. Ich kann doch nicht wissen, dass du nicht wirklich ein ganz mieses Stasi-Schwein bist. Ich vertraue meinem Bauch, gehe davon aus, du bist es nicht. Aber es kann... Zumal die Stasi nicht mehr existiert. Wer weiß, es gibt da Theorien. Ja, so. Nein, aber ich will sagen, tatsächlich kann man doch nicht, und ich weiß nicht mal, ob ich die Leute so sehr verurteilen würde. Also ich kann beispielsweise, ich gehe mal davon aus, es gibt sehr integere Verfassungsschützer, davon gehe ich aus. Ich habe regen Kontakt zu Verfassungsschützern, ich habe regen Kontakt zu Agenten von Geheimdiensten, ich kenne Polizisten, ich schätze manche dieser Polizisten sehr. Ja. Die ringen mit sich, die haben ganz starke... Ich kann aber ja nicht wissen, ob die nicht mal in irgendeinem Augenblick vielleicht sagen, naja, ich nutze jetzt mein Wissen, um mich dann da aus der Schlinge zu ziehen. Kann ja passieren, dass die irgendwann mal ihre interne Abteilung da stehen haben und die sagen, na, was du da gemacht hast, das wird jetzt die und die Konsequenz haben. Und also, dann würden die mich wieder verraten. Ich will sagen, ich muss ja auch damit leben, dass diese Leute Verräter sein können. Läuft das bei dir im Kopf so mit, sagst du? Ich habe da andere Maßnahmen. Also wenn ich da rangehe, natürlich gucke ich mir Leute an, und dann habe ich, aber ich gehe in der Regel oder ich verordne mir Gutgläubigkeit im Umgang mit Menschen, besonders mit Menschen, die mir nicht nach dem Mund reden, dann ist das nicht immer einer, der von jemand bezahlt wurde, um irgendwas zu sagen, oder wenn einer besonders viele Komplimente macht, dass er es bei mir einschleimen will oder so. Das Hauptproblem ist das Zusammenspiel, ich habe das mit Wikipedia gesagt, mit den Medien. Das Hauptproblem ist, dass wirklich nicht nur die Öffentlich-Rechtlichen, sondern auch Spiegel, Taz durchsetzt sind mit diesen Informanten. Und da geht das Geschäft so. Wir haben vom Bundesnachrichtendienst ein Telefonat mit, sagen wir mal, Oskar Lafontaine abgehört, wo er mit seiner Sarah dieses und jenes bespricht. Reine Erfindung, mache ich jetzt nur hypothetisch. Ja.
Wir bieten Ihnen den Inhalt dieses Gesprächs an. Sie müssen jemand finden und fragen, könnte es sein, dass Herr Lafontaine mit Ihnen gesprochen hat? Wenn der dann sagt, woher wissen Sie denn das? Hat er schon zugegeben, dann haben wir die illegal erworbene Information aus einem illegal abgehörten Telefonat weiß gewaschen, dann können wir sie verwenden. Im Gegenzug müssen Sie uns jetzt etwas gegen Sarah Wagenknecht im Spiegel schreiben. Das geht nicht so direkt, der Deal wird nicht so einfach, so schlicht gemacht, aber so geht er im Grunde. Und das bestätigt auch jeder, der sich mit der Arbeit des Bundesnachrichtendienstes auf unsere Medien befasst. Das heißt, es ist ein Geben und Nehmen von Naturalien, von abgehörten Telefonaten, illegal abgehörten Telefonaten, gegen Abschusslisten unliebsamer Persönlichkeiten, die man eben dann den Medien auch vorgibt, damit sie Leute auch zerstören und zersetzen. Und auch gesundheitlich. Ich kann das, ich muss ein bisschen in Rage. Das stresst, wenn man zersetzt wird, kann ich mir gar nicht vorstellen. Es ist am Ende so, du, auf dem Höhepunkt der Stasi-Kampagne, wo ich mir wirklich eine Schlinge in mein Dach, ich konnte das nicht fassen, dass so eine Ungerechtigkeit besteht. Ich, der wirklich an der Seite Biermanns war, werde plötzlich zum Biermann-Verräter oder so gestempelt. Dann bist du so in einem Zustand, also ich hätte mich... Ich wollte mir zeigen, ich kann mich aufhängen. Ja, das war in der Phase wirklich so. Dann hast du da hingegriffen, um auf das Telefon zu greifen und hast eine Tasse Kaffee umgestoßen. Du bist nicht mehr motorisch, du musst als Mediziner das besser einordnen können. Du bist nicht mal mehr motorisch in der Lage, dich zu kontrollieren. Nein, ich habe Freunde von mir, die wirklich dann schwere Erkrankungen, Krebserkrankungen bekamen, die dann wirklich auch mit diesen Kampagnen daran verstorben sind. Ja, das ist medizinisch relativ leicht zu erklären. Und natürlich ist das ja auch darauf gerichtet, die Menschen psychisch so fertig zu machen, dass sie da unter diesem Beschuss stehen. Die Frage ist halt, ob man zu dem Punkt kommt, dass man irgendwie loslässt und sagt, das ist mir egal. Weil man hat ja keine andere Wahl, als zu sagen, ich nehme es nicht ernst. Wenn man versucht, sich dessen zu erwehren, es geht ja nicht. Nimm die Kriegswaffenvorwürfe. Das kannst du in jedem Blödsinnigen und gerade in irgendwelchen Propagandablättern stellen, wenn man der Moderator gegen den ja da behauptet wird, der hätte. Was willst du tun? Jedes Mal einen Brief reinschreiben, dann eine Gegendarstellung, das ist ein Unsinn. Und sie dürfen das formal sagen, man sagen kann Stasi-Informant, man muss eben irgendwie innerlich abschließen. Und manche schaffen das nicht, manche Menschen können das nicht, es geht an sie ran, dass sie so angegriffen werden. Und meine Unterstellung ist auch, ja, das wollen die. Um jetzt nochmal auf die Informanten zu kommen im Umfeld. Du sagst also, es sind eigentlich nicht die Zuträger, die so schlimm sind. Das heißt, wenn jetzt irgendein Bekannter von irgendeiner Party was erzählt, sondern es ist diese Methode, irgendwelche Dinge auszuspionieren aus dem Privatesten und dann in Medienkampagnen zu übersetzen, wie du es jetzt beispielsweise im Spiegel gemacht hast. Es ruft Marcel aus Dresden an, der uns gerade zu dieser Frage, Telefonüberwachung und der Methode, einiges zu ersagen hat, wenn ich das richtig verstehe. Hallo Marcel aus Dresden. Hallo? Ja, hallo, schönen guten Abend, lieber Paul, lieber Dieter. Guten Abend. Ich grüße euch. Ja, ich wollte ganz kurz nochmal auf das angehen, was eigentlich Dieter schon in großen Teilen ausgeführt hat. Es ist natürlich so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die Besatzungsmächte, hauptsächlich Großbritannien und die USA, noch immer sehr, sehr weitreichende Zugriffsrechte in den deutschen Staat hinein haben. Man könnte de facto eigentlich sagen, dass der BND und der Verfassungsschutz der verlängerte Arm der CIA sind, rein faktisch. Dazu kann man nach der Snowden-Affäre, die dann 2013 war, ja auch mal sich anschauen, was der Professor Foschepoth rausgefunden hat und was selbst Gregor Gysi damals nach den öffentlich-rechtlichen Debatten zutage gefördert hat. Ich selbst habe meinen militärischen Dienst nach dieser Sache quittiert, nach 12 Jahren bei der Bundeswehr, weil ich gesagt habe, das ist nicht das, wofür ich eigentlich stehe. Um jetzt auf diese elektronische Sache nochmal zu kommen, mittlerweile gibt es technologisch ganz andere Möglichkeiten. Es braucht gar nicht mehr wirklich die IMs, die werden natürlich als Spalter an die Spitze der Bewegung gesetzt, um gewisse Dinge zu kontrollieren und zu steuern. Aber heutzutage ist es mit der elektronischen Überwachung so, und das ist jetzt nochmal vielleicht ein Hinweis auch, ich bin mir relativ sicher, dass man weiß, wo das Büro ist. Denn ja, die Möglichkeiten, wenn du als Zielperson ausgemacht bist, mit einer Mustererkennung, deiner Handyüberwachung, wo du vielleicht eben jeden Dienstagabend dich bewegst, das genau festzustellen. Und es ist auch heutzutage so, dass es die IMs eher die Telefone von Menschen sind, ohne dass sie es wissen. Also es gibt über Metadaten die Möglichkeit, Knotenpunkte von Netzwerkern zu identifizieren und einfach zu sagen, wir hören jetzt alle Telefonate dieser Netzwerke ab, und schon weiß man eigentlich, was in der Bewegung passiert. Ja.
Ja, auch das, Marcel, Entschuldigung, da kann ich mir zustimmen. Also als jener, der das dann aus Akten und nachher Dingen sieht, das ist klar, so ist das. Das wird in Massen abgefischt und mitgeschnitten und man versucht Chats zu verfolgen. Deswegen hassen die ja auch immer noch Telegram. Darüber kann die Polizei tatsächlich noch nicht auswerten, wenn sie nicht irgendwie Mitwirkung hat von diesen Dienstanbietern. Gar keine Frage, die orten das, die wissen das auch. Also du sagst, es sind weniger die Verräter aus dem Umfeld. Das heißt, die Mitarbeiter der Dienste sind nicht da, um zu verraten. Die sind da, um zu sabotieren eher. Weil der Verrat läuft über die Technik. Ganz genau. Die Informationsgewinnung läuft dann eher über die Technik und natürlich auch über Gespräche, wo bewusst Technik ausgeschlossen wird. Also eine kluge Gruppe, die einfach Dinge bespricht, legt ja auch ein Telefon nicht auf den Tisch, sondern eher vielleicht in Alufolie gewickelt oder im Kochtopf gelagert irgendwo hin. Und dann braucht es natürlich noch die Person vor Ort, die von den Treffen, Gesprächen irgendwo was nach außen bringen lassen. Ohne das zu wissen, ich gehe davon aus, ihr habt vorhin von diesem Heusputsch da gesprochen. Ich könnte mir vorstellen, dass es dort so gelaufen ist, ohne es zu wissen. Ja. Aber da scheint es anders gelaufen zu sein. Eher darum, Entschuldigung. Okay. Also grundsätzlich geht es genau darum, die Informationsgewinnung läuft in der Regel elektronisch und dann aber die Beeinflussung und Steuerung der Aktionen, die diese Gruppen geplant haben, da werden Leute positioniert, die mitwirken und in falsche Richtung steuern, genau. Das entspricht zumindest meiner Erfahrung, auch was diese Widerstandsereignisse angeht, in der Tat. Also das scheint so zu sein. Die wenigsten berichten, dass sie irgendwie versucht wurden zu gewinnen. Es gibt auch Menschen, die werden ganz offen auf der Straße angesprochen. Da steht dann jemand, hält seinen Ausweis hin, sagt, guten Tag, ich bin vom Verfassungsschutz. Wollen Sie uns nicht noch Dinge berichten? Das passiert wohl. Aber tatsächlich hat man den Eindruck, da wo diese Mitarbeiter auftreten, dass die ganz gezielt manipulieren, dass die versuchen, andere zu kriminalisieren, dass die sozusagen versuchen, Zustimmung zu vollkommen hanebüchenen Aussagen zu bekommen. Nicht, ist es nicht so, dass wir den Staat endlich stürzen müssen? Und jeder, der nicht ganz genau hinhört und sagt, Moment, was redest du denn da jetzt eigentlich? Dem wird dann unterstellt, er würde da zustimmen. Also das entspricht in der Tat auch meiner Erfahrung so in diesen Demokratiebewegungskreisen, ja. Ja, also insofern... Ja. Das, und es geht noch viel weiter, ne? Also ich kann berichten, mich selbst... Also es gibt schon gewisse Leute, die auch die Bewegung identifiziert anhand ihrer Verhaltensmuster. Ich selbst wurde zum Beispiel innerhalb der Bewegung schon von Leuten angesprochen, die mich gefragt haben, ob ich weiß, wie man eine Schusswaffe besorgt. Und wenn man halbwegs bei Trost ist, würde man sich auf sowas gar nicht einlassen, weil wir sind ja die Friedensbewegung und die Wahrheitsbewegung. Und auf der anderen Seite ist das natürlich immer ein sehr, sehr bekanntes Muster, wo man genau hingucken muss, wer fragt denn da, wer ist das, woher kommt der und so. Also das ist schon sehr bemerkenswert, ja. Also ich will das nochmal ergänzen. Danke dir auch sehr für den Hinweis. Du kannst eine Schusswaffe besorgen und willst sie Marcel jetzt anbieten. Also das sind die Methoden, man nennt das Agent-Provokateur. Wenn du zum Beispiel, ich hatte es auch mal vor 10 Jahren, eine Demo, der ich teilgenommen habe, für die Rechte der Palästinenser. Oha. Da ging es um die Wasser, da ging es um die Wasserrechte, also um das Löschen von Durst durch palästinensische Menschen. Und es war wirklich... ganz genau geschaut, handverlesen, welche Organisationen dabei sind. Und plötzlich stand da einer da und schrie laut, werft alle Juden ins Meer. Und natürlich ist das genau das Ding gewesen, auf das dann die Kameras gegangen sind. Und ein Jahr später erfuhren wir, das war ein Mann, der war nicht direkt Verfassungsschutz, sondern war Doppelagent CIA und BND. Und hatte aber dort dann als Provokateur, als Agent-Provokateur, wenn du jetzt eine Lohnbewegung hast und einer kommt mit der bekloppten Forderung 30 Euro Mindestlohn, ja, also 40 Euro, ja, 50 Euro. Und alle sagen, wir haben es schon schwer genug, einen Tariflohn, aber einen Mindestlohn, da ist ja gar kein Anreiz mehr zu arbeiten eigentlich oder mehr zu arbeiten. Deswegen schaffen wir ihn ab, ich wäre dafür. Naja, da haben wir einen Unterschied. Aber wenn du jetzt eine Forderung überreißt, also du machst sie ganz besonders radikal, hast du auch die Bewegung geschwächt und zersetzt. Und das sind die Methoden, also die zerstören Liebesbeziehungen, die zerstören Gesundheit, die sorgen dafür, dass du eine Steuerüberprüfung bekommst. Immer und immer wieder, gerade dann, wenn du sie überhaupt nicht brauchst, weil du sowieso im Stress bist, kurz vor Weihnachten oder so. Die überziehen dich mit Prozessen, mit Klagen, mit irgendwelchen Bürgern, die gefaked sind, die dann plötzlich sagen, ich bin beleidigt, weil sie haben das Andenken verstorbener Bundeswehrsoldaten beleidigt. Und soll es ja einen Bundestag-Gedenktag geben, nämlich, ich glaube, den 12. November oder so, weil die Bundeswehr da Bundeswehr-Gedenktag gegründet wurde. Und wenn jetzt einer sich
sich darüber hermacht und irgendwie ein falsches Wort verwendet, dann melden sich zwei Witwen von in Afghanistan Gefallenen und sagen, wir fühlen das Andenken und dann hast du eine Klage. Und die beschäftige ich erstmal 2 Jahre und kostet dich Geld und Nerven. Und diese Methoden, da muss man immer wissen, weißt du, du hast das vorhin so schön eingeteilt. Der Bundesnachrichtendienst macht Ausland und der Verfassungsschutz macht Inland. Das habe ich nicht gesagt. Du hast mal wieder nicht genau zugehört. Ich habe genau zugehört. Ich will nur nicht, Moment, ich möchte nur, dass die Zuschauer, deine Zuschauer Dankeschön. Nicht in diese alte Falle gehen, die immer wieder wiederholt wird. Zum Glück haben wir Dieter Dehm. Genau. Der sich ab 1995 unfreiwillig mit Geheimdienst ständig befassen musste. Das ist wirklich so, dass du beim Verfassungsschutz des Inlands zwar hast, der dann aber auch natürlich im Ausland tätig sein darf, um das Inland zu schützen. Und beim Bundesnachrichtendienst, das hat mir der Hans-Georg Maaßen in dem Gespräch auch nochmal genau auseinandergesetzt, der ist dann zwar für das Ausland zuständig, aber dort, wo ausländische Interessen, zum Beispiel russische Agenten, Verdacht sind, dürfen die natürlich auch im Inland arbeiten. Also Bundesnachrichtendienst arbeitet genauso hier und die sind an den Medien ganz besonders und effizient dran und wie das Marcel eben richtig gesagt hat, oben drüber droht immer die CIA, wo die meistens Doppelagenten sind. Also die können übrigens auch Mossad, CIA und BND in einer Person sein. Und dann stehen die auf 3 Gehaltszetteln. Kann alles sein. Sind ja auch alles befreundete Dienste, wenn man es einwandt. Marcel aus Dresden, herzlichen Dank für diese technische Info und für diesen Einblick. Ich sage Dankeschön nach Dresden und kann Sie nur einladen, wenn auch Sie anrufen möchten. Unsere Nummer ist 030 für Berlin, 577 14802. Und angerufen hat Ulrich aus Kiel, der uns auch erzählt, wie schnell das gehen kann, dass man angeblich als V-Mann da unterwegs ist, wenn ich es recht verstehe. Schönen guten Abend nach Kiel, lieber Ulrich. Hallo. Hallo. Bin ich zu hören? Sie sind zu hören, zumindest bei uns und wir auch bei Ihnen. Ja. Ulrich, schießen Sie los. Sie sagen, Sie haben da selbst etwas erlebt mit V-Leuten. Ich möchte Bezug nehmen auf unser Gespräch von Agenten, Aufklärer, freie Medien. Also. Dann muss ich das nicht wiederholen. Wie gesagt, ich war bei dieser, über eine Zeitarbeitsfirma in eine Firma gelangt und habe dort Sachen gesehen. Mhm. Ja, aufgrund meiner Kenntnisse war mir sehr schnell bewusst, dass das, was ich da sehe, nicht in Ordnung ist. Ja, also absolut nicht. Was noch viel schlimmer war, dass ich auch nicht das Gefühl hatte, dass meine Mitarbeiter dort wussten, was sie da tun. Ja, da geht es jetzt wirklich um hochbrisante militärische Inhalte. Darüber möchte ich jetzt auch nicht weiter reden. Es geht nur darum, ich wusste es definitiv aufgrund meiner Verwandtschaft, die hat mir das auch bestätigt, und habe damit mal einen höheren Regierungsbeamten konfrontiert, den kenne ich auch persönlich, ich nenne jetzt keinen Namen, und habe ihm das einfach mal gesagt, pass mal auf, wie siehst du das? Ja, und dort ging es zum Beispiel, das hatte ich ja in dem anderen Podcast schon erwähnt, da ging es um die Produktion von SIM-Karten, von unseren Gesundheitskarten, von unseren Bankkarten, übrigens auch Technologien, die dort eingebaut wurden, die zu damaliger Zeit noch gar nicht eigentlich, was unseren Datenschutz anbelangt, erfasst wurde, das heißt AFI-Chips drin, das heißt also Funkantennen, die uns identifizieren können, berührungslos. Ja, ich habe ihn damit konfrontiert. Aber das heißt jetzt, nicht vom Geheimdienst vorbereitet oder den Eindruck haben Sie doch, oder? Genau darum geht es. Als ich in diesem Gespräch saß, ja, ich konfrontiere meinen Freund, also meinen Bekannten, ja, mit dieser Situation und er flippt aus. Ja, als jemand, der sozusagen verantwortlich ist. Und ich kann das jetzt nur als Hypothese mal hinstellen. Mhm. Ja, ich kann sagen, er wusste es wirklich nicht. Er wusste es und spielt mir jetzt ein falsches Spiel vor. Oder er war vielleicht der, der sich gesagt hat, pass mal auf, er kennt mich ja. Wenn der Typ da drin ist, seine Augen sehen etwas, was ich nie zu sehen bekomme. Auch niemals würde mir, ne, er war ein Beamter, der müsste sich dafür verantworten. Mhm. Ja, und ich weiß ganz genau, so hätte man in dieser Firma alles Mögliche erzählt, aber er hätte das gar nicht gewusst. Das wussten sie ja selber nicht. Mhm. Und wenn man damit konfrontiert ist, jetzt möchte ich das um diese Facette erweitern. Wie gesagt, das ist jetzt nur ein reines Spiel. Ich war der The Welcome Idiot. Ja, also ich wurde dort reingeschickt und im Nachhinein konnte man sagen, ja, das, was der da gesehen hat, es ist eine reine Hypothese. Ich stelle immer anher, ich hoffe nicht, dass er es wusste. Ich hoffe auch nicht, dass er es nicht wusste, denn wäre das echt schlimm. Ja, die letzte Variante, die ich jetzt aufbringe, das ist jetzt eine reine Hypothese, wurde ich doch
dort reingeschickt, um etwas zu sehen, was keiner sonst, kein V-Mann wäre da reingekommen. Nur ich wusste mit meinem Background-Wissen, was dort passiert. Mhm. Ja, und ich habe ihn damit, ja, und das war authentisch. Also ich möchte, mich soll der Blitzmann scheißen treffen, wenn der Mensch mich in dieser Situation betrogen hätte. Hatte er nicht. Ja, und ich möchte jetzt nur diese Facette erweitern. Wann ist man V-Mann? Manchmal merkt man das nicht. Man wird dort reingeschoben. Man ist sozusagen in einer gewissen Naivität. Ja, ich möchte das nur um diese Facette erweitern. Ja, ja. Gibt es bewusste V-Männer, die ausgebildet sind? Du hast, darf ich mal ganz kurz nur da rein, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da machst. Du kannst auch V-Mann werden, ohne es genau zu wissen. Es kommt eben niemand zu dir und sagt, guten Tag, ich bin vom Bundesnachrichtendienst und Verfassungsschutz, bitte unterschreiben Sie mal hier unten, dann sind Sie unser V-Mann. Oder was weiß ich, welche anderen Bezeichnungen, sondern man wird auch indirekt geführt. Also in den Geheimdiensten gibt es unter falscher Flagge, heißt die Bezeichnung, indirekt Geführte, die selber zwar wie nützliche Idioten gehalten werden und auch echte Arbeit für die Geheimdienste tun, aber bis ans Ende ihres Lebens nicht wissen, dass sie als solche geführt werden. Ja. Genau, also ich will es jetzt nur als Konjunktiv zweifach, dreifach hoch ins Quadrat. Es ist diese Möglichkeit da, dass diese Person gesagt hat, mein Gott, ich müsste mich dafür verantworten. Ich kann es aber nicht beweisen. Ja, aber es gab es in Ost und West. Ja. Herzlichen Dank dafür, Ulrich aus Kiel. Ja, in der Tat. Also am Ende, Vorhang zu, alle Fragen offen. Mhm. Du sagtest schon, du hast dir Vertrauen verordnet und sagst, du gehst erstmal dran an die Leute. Offen an Menschen ran. Offen an den Menschen ran. Rechnest dann aber auch das Risiko und den Schaden ein, du weißt. Nie an Journalisten. Ja. Also nie an Journalisten großer Medien. Ja, da bin ich höchst argwöhnisch, denn unterstelle ich nur Schlechtes erstmal. Die müssen sich ihr Vertrauen erst erarbeiten. Aber da ist der Feind ja auch klar. Ich meine, Journalist, der hat es ja draufstehen. Aber du arbeitest jetzt da weiß man es dann ja nicht. Der kommt ja direkt von vorn. Aber du baust eine Partei auf. Du baust beispielsweise, wie wir das gemacht haben, ein gewisses Medienkollegiat auf. Du bist ja gezwungen, Menschen ins Vertrauen zu ziehen. Ja, was macht man da? Also du sagst, man hat nichts anderes als ein Bauchgefühl. Man hat Plausibilität. Und mir fällt ja immer ein Wort, es wird ja Karol Wojtyla zugesprochen, nicht? Also dem ehemaligen Papst Johannes Paul, der ja angeblich von KGB und polnischem Geheimdienst immer nichts mehr, da geht ja die schöne Legende, dass irgendwann die Agenten alle durch waren, die ihn da beschatten sollten und der letzte Agent noch gesagt hat, ich kann nichts finden, ich bin der Meinung dieses Mannes. Der hat es angeblich mit rigoroser Offenheit gemacht, weiß ich, das ist eine Anekdote, die muss nicht wirklich stimmen. Ich sag mir auch immer, sollen die doch kommen. Ich wundere mich bis heute, dass der Verfassungsschutz nicht mal klopft. Der kann hier ein Praktikum haben. Ich würde den da hinsetzen und sagen, machen Sie sich nützlich, machen mir einen Kaffee. Also eigentlich, der wenn Verfassungsschutz, es nicht gibt, der, ja? Paul, der Verfassungsschutz ist im Vergleich zu CIA, Mossad und BND harmlos. Wirklich. Er ist auch kontrolliert. Die können von natürlich, mir aus auch ein Praktikum natürlich haben. Ist dieses Ding mit NSU und so, das sind schon alles üble Sachen, klar. Aber er ist einigermaßen, deswegen der Bundesnachrichtendienst wird niemals, du wirst Verfassungsschutzleute aufgedeckt bekommen. Es gibt, glaube ich, kaum einen aufgedeckten BND-Mann. Schon gar keinen, der in der Friedensbewegung aktiv war, schon gar keinen, der jetzt in der Corona-Kritikbewegung aktiv ist. Es ist niemand jetzt dargestellt worden, der in der ganzen Frage des Finanzskandals aktiv war, also da des Cum-Ex-Skandals. Ja. Ja, also dieser bei mir sind Journalisten bekannt, die BND-Agenten sind. Ja? Ja. Würdest du die auch in der Sendung jetzt natürlich sagen? Nicht, weil ich natürlich keinen Beweis dafür habe, der Gerichtsfeste sagen, ich kann beweisen, Peter X ist ein BND-Agent. Manchmal sehen sie auch so aus und sind es nicht und man tut ihnen verflucht Unrecht. Also ich glaube, dass beim Verfassungsschutz sind welche aufgedeckt worden. Die sind durch die parlamentarischen Kontrollmechanismen, die gibt es dann selten, aber sie gibt es. Beim Bundesnachrichtendienst ist mir kein erwiesener Fall, gerichtsfester Fall, bekannt. Gerichtsfest ist ja mal das Stichwort. Also selbstverständlich hast du das Problem. Unsere Gerichte sind natürlich in dieser Frage wirklich auf einem Auge blind und teilweise sogar korrupt. Auf beiden. Und sie sind auf beiden blind und sie sind hochkorrupt und sie sind mittlerweile politische Marionetten. Wir haben kein funktionierendes Rechtssystem. Entschuldige, seit naja, aber noch haben wir noch. Haben wir, nein. Im Vergleich zu, sagen wir mal, zu anderen Staaten haben wir es noch. Wir haben einzelne Medien zu Ukraine. Da sind wir ein Musterstaat. Wir haben einzelne Richter und bestimmt auch Staatsanwälte, die ihren Job gewissenhaft machen. Das habe ich auch erlebt. Aber es ist übel. Systematisch Rechtsbruch und ein Unrechtsstaat. Wir haben systematisch politisiertes Strafrecht. Ja. Ja. Und das wissen auch wenige. Die haben es ja auch ganz leicht. Sobald da Geheimschutz angemeldet wird, müssen die nicht aussagen. Das heißt, du hast vor Gericht die Situation, das ist wie im Untersuchungsausschuss, da im Corona-Ausschuss, da sitzt ein Aufpasser daneben und teilt mit, nein, der Geheimdienstagent hat keine Aussagegenehmigung, da wird geschwiegen. Du hast auch bestimmt
bestimmte Gerichte, zum Beispiel Landgericht Düsseldorf, das ist immer pro Verfassungsschutz. Ich musste meine, ich habe ja keine Stasi-Akte, aber ich habe ja eine Verfassungsschutzakte aus 6 Bänden. Die musste ich rausklagen. Da habe ich 7 Jahre gebraucht, übrigens in einer Klagegemeinschaft mit Bodo Ramelow gemeinsam. Und immer, wenn der Verfassungsschutz eine verdeckte Aktion und das Nicht-Herausgeben von Akten durchsetzen wollte, ging er nach Düsseldorf. Weil da immer Richter sitzen, wo man wusste, die entscheiden pro Geheimdienst. Ja, dann weiß ich schon mal, und wo ich jetzt hingehe. Dann haben wir unser Bundesverfassungsgericht, wo sie diesen Vogel dahingesetzt haben. Aber das muss ich wirklich mal in der Deutlichkeit sagen. Du redest von Steffen Habert. Ich rede jetzt von Steffen Merkelmann, Habert. Von dem, ja, wo ich mich wundere, dass es noch kein Bundeswehrgeneral ist, aber der ist schlimm genug. Sagen die nicht auf Ideen. Ja. Aber das ist jedenfalls... Wir haben wirklich einen Verfall des Rechtsstaats. Er ist immer noch nicht so schlimm wie in der Ukraine, aber er wird immer schlimmer. Das ist doch kein Maßstab. Das ist doch kein Maßstab. Wir sind auch nicht Nordkorea. Ja. Und diesen ganzen Wahnsinn muss man auch mal. Wir haben auch keine Foltergefängnisse nach allem, was ich weiß. Deswegen hier von Stasi-Foltern, das ist natürlich abwegiger Unsinn. Also selbstverständlich haben wir immer noch nicht ein Maß an Brutalität. Aber wir haben effektiv keinen Rechtsschutz. Wir haben ein Verwaltungsgerichtssystem und wir haben ein Verfassungsgerichtssystem, was durchweg keine dieser Regierungsmaßnahmen ernsthaft prüft. Sie unterlassen ja sogar die Prüfung dieser Maßnahmen. Wir haben gerade wieder ein OVG-NRW-Urteil, die ja pauschal die Testpflicht an Schulen jetzt durchgewunken haben. Da ist kein Rechtsschutz, nein. Und nochmal, um das Ganze praktisch einzutun, wir sind auch am Ende unserer Sendungszeit. Also ich stimme dir ja völlig zu. Es ist immer langweilig, wenn man sich dann doch versteht, obwohl man mit so einem furchtbaren Marxist natürlich eigentlich streiten müsste die ganze Zeit. So, neoliberal, also, bist du gar nicht. Rechts, liberal, Antisemit, Rechts-Recht-Nazi-Antisemit. Nein, das bist du nicht. Nicht? Nein. Ach komm. Ich kann dich da wirklich entsorgen. Ja, das ist... Mir ist es ehrlich egal. Ich muss wirklich sagen, es ist doch, was bleibt einem denn anderes übrig, als wirklich zu sagen, nun bitte beschimpft mich doch. Und ich muss ehrlich sagen, so bin ich dann auch an AfD-Figuren menschlich rangekommen. Weil ich frage mich das beispielsweise bei Bernd Björn Höcke immer noch, den ich noch nie getroffen habe. Da frage ich mich ganz offen, naja, wer weiß, wie es dem geht. Nicht? Man hat ein mediales Bild. Es gibt die wildesten Anschuldigungen, die immer rausgekramt werden. Alle möglichen Behauptungen, die aufgestellt werden. Also lass mich da, kleine Einwendung, ich nur deutlich sagen, ich habe bei Reden von Alexander Gauland von der AfD im Bundestag geklatscht. Ich bewundere vieles von dem, was der gesagt hat, fand ihn sehr mutig, sehr nachdenklich. Es gibt auch andere Leute in der AfD, die ich menschlich schätze. Bei Björn Höcke ist immer ein Spiel mit dem Feuer. Also Mahnmal der Schande. Ja, und diese ganzen Formulierungen sind immer so, dass er alten Nazis die Augen feucht machen will und gleichzeitig anschließend sagen, ich habe doch auch nichts gesagt. Sehe ich ganz genauso. Und das ist etwas Unangenehmes. Ja. Also wirklich, ich bin ganz vorsichtig mit den Begriffen faschistisch. Mir ist der Mann einfach zuwider. Das kann ich gut verstehen. Ja. Er hat ja sogar das Recht, jedem zuwider zu sein. Natürlich, würde ich sagen. Natürlich. Ja, es gibt Menschen, die würden sogar sagen, wir beide sind ihm zuwider. Genau. Also auch das ist völlig in Ordnung. Ja. Ja, aber die Tatsache, dass die halt systematisch diffamiert werden, mit irgendwelchen gerade grenzwertig justiziablen Dingen, das ist ja irre, was da zulässig ist, wenn es von der richtigen Seite kommt. Und welche andere Wahl hat man? Selbst ein Höcke, so wider wie der einem ist, ne? Ist der nicht letztlich in der gleichen Situation? Nein, weil er hat dieselben Menschenrechte verdient wie jeder andere Mensch. Aber man muss weder als Muslim Herrn Habeck beweisen, dass man Juden immer hilfreich ist. Man hat auch ein Recht, dass der Staat sein Leben schützt als Muslim. Man hat als Jude niemand nachzuweisen, dass man nicht geldgierig ist, weil irgendjemand meint, Juden seien geldgierig oder hinterhältig. Man hat niemand was zu beweisen. Das Grundgesetz gibt jedem Menschen eine Björn Höcke bis sonst wohin. Den Schutz und die Garantie dafür, dass der Staat dafür sorgt, dass du nicht irgendwie auf offener Straße zusammengeschlagen wirst. Und das ist leider geschehen mit Leuten, die Corona-kritisch waren oder in Gender-Fragen, dass sie wirklich mit Shitstorms an den Pranger genagelt worden sind. Und dagegen hast du ja zum Glück immer gestritten. Und das geht bis heute weiter. Ist der Verfassungsschutz eine Gefahr für unsere Verfassung? Mehr als ein Schutz. Sehr diplomatisch. Muss er abgeschafft werden? Ich könnte mir was Ähnliches vorstellen, was vielleicht auch wirklich dann die Verfassung schützt. Der Verfassungsschutz, aber noch viel mehr der BND gehören eigentlich abgeschafft und durch etwas viel im Grunde genommen auf die eigentliche Substanz des Grundgesetzes und der Verfassung Verpflichtendes ersetzt. Aber du bist für einen Auslandsgeheimdienst, das ja, nicht der BND? Nein, ich bin erstmal alle die Geheimdienste, so wie sie sind, haben sich in sämtlichen Kriegen als Zuträger der Waffenlobby erwiesen.
alle die Geheimdienste, die haben sich als Zersetzer von kritischen Geistern, von kritischen Künstlern, von Berufsverbotern erwiesen. Alle diese Geheimdienste gehören eigentlich abgeschafft. Ob man dann zu einer anderen Form kommen kann, die aber wirklich die Substanz der Verfassung verteidigt und vielleicht auch bestimmte polizeiliche Kompetenzen erweitert, muss dann diskutiert werden mit Fachleuten. Ich bin jetzt trotz meines Schnellkurses in Sachen 95 jetzt nicht der Fachmann, der das sagen kann. Aber so wie ich die Geheimdienste kenne, haben sie meinen Schutz jedenfalls nicht verdient. Dann belassen wir es dabei. Dann hältst du es mit dem Verfassungsschutz, wie ich es mit der NATO halte. Da bin ich nicht für den rigorosen Austritt, sondern für Reformmaßnahmen. Und umgekehrt scheint es bei dir mit den Geheimdiensten so zu sein. In meinem Fall könnte man den Verfassungsschutz ersatzlos streichen und die Spionageabwehr woanders eingliedern. Aber in der Tat sind wir beide weniger Experten als mehr Betroffene des Ganzen. Ich hoffe, für Sie und euch war es lehrreich und vielleicht ein Anreiz oder der eine oder andere Gedanke wertvoll im eigenen Umgang damit. Und die Botschaft kann eigentlich nur sein, man darf sich von diesen Leuten nicht fertig machen lassen und muss es einfach ertragen, nett lächeln und sagen, grüß deinen Führungsoffizier. Genau. In diesem Sinne grüßen wir die Führungsoffiziere, wünschen euch und Ihnen einen wunderschönen Abend und sagen, das war es mit Paul Brandenburg live für diese Woche, präsentiert von Hitzegrad, Ihr BAF-Experte im Netz unter zoobedarf-hitzegrad.de. Bis zum nächsten Mal und einen schönen Abend.